Neues von Sascha. Hat er endlich mal was hochgeladen? Oh ja, da ist es doch. Heute ist wieder soweit. Heute gehe ich unter meine Videos. Das heißt, heute drehen wir Sascha liest Kommentare. Ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Alle Länder. Unsere Sprache ist die schwerste. Mehr Anzeigen. Deutschland. Umfahren ist das Gegenteil von umfahren. Macht. Deutsche Sprache ist aber wirklich eine schwere Sprache, so als Ausländer zu lernen, ne? Immer wieder Spaß, dir zuzugucken. Schulen geschlossen, Restaurants geschlossen, Kinos geschlossen, Schwimmbäder geschlossen. Mehr Anzeigen. Mein Crush offen für jemand anderen. Scheiße, oh, bei manchen von euch läuft's ja gar nicht. Aber auch in diesem Fall sind die Community und ich auf deiner Seite mit einer kurzen Schweigesekunde. Also noch mehr Schweigesekunden. F in den Chat für einen gefallenen Bruder. Für irgendwelche Leute und ich kann ein ganzes Video machen, was einfach nur stumm ist. Monte, Webcam Girls feiere ich gar nicht. Montes Gehirn, Webcam Boys fühle ich anders. Gabi, komm runter. Aber wie auch schon einst ein sehr, sehr schlauer Mensch sagte, jeder das seine. Wenn Plastik aus Erdöl gemacht wird und Erdöl aus Dinosaurierknochen, dann sind ja Plastikdinosaurier ja echte Dinosaurier. Scheiße, er hat recht. Stirb doch, ja, so nämlich. Ich finde die Clips zwischendurch richtig nice. Mehr Anzeigen. Sieht man weniger von Sascha. Ich glaube, die Aussage nach Big Mac kann ich mir in dem Fall sparen, oder? Ja. Was ist gelb und passt in Saschas Nasenlöcher? Bevor ich auf mehr Anzeigen klicke, es kann... Spannend, hä? Was ist gelb und passt in Saschas Nasenlöcher? Gelb und passt in die Nasenlöcher. Gelb und passt in die Nasenlöcher. Ingwer? Keine Ahnung. Ein Bagger. Kann kein Bagger sein. Das sind ganz normale Nasenlöcher. Okay, vielleicht ein bisschen größer als manch andere Nasenlöcher, aber so groß sind die auch wieder nicht. Warum? Warum der Bagger? Wenn Sascha aus einem Laden rausgeht, sagt der Besitzer, mehr Anzeigen, jetzt ist mein Laden wieder astrein. 70 Kilo Kampfgewicht auf 1,87 Meter. 187. Wer will mir was sagen? War nun Spaß, bitte verprügelt mich nicht. Sitze jetzt seit 2019 mit dem angeschnallten Gurt da. Danke, Sascha. Sicherheit geht vor. Wie man eine Frau anspricht. Oh nein, Anmachspruch. Achtung. Wie konnte dein Vater aus zwei Eiern so eine Torte zaubern? 100% Erfolgsgarantie. Da, der ist wirklich stark. Ich verliere nicht den Fokus. Wir wollen wieder Weisheiten mit Monte. Wo steht deine PS4? Meine PS4 ist in der PlayStation verbaut, Digga. Leo. Erstmal Retalk. Wie kommt man zu diesem Clip einfach? Wie kommt man zu diesem Clip? Was ist euer Lieblingsschein? Hans, der 50-Euro-Schein. Peter, der 100-Euro-Schein. Mehr Anzeigen. Krankenschein war der Beste. Ich gönn Mehmet und ich gönn Mehmet vor allem die Lara. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Springen? Mehr Anzeigen. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Bin raus, Amina Kuyim. Was auch immer das bedeuten soll. Gogo hat noch ein gutes Video geschickt. Deutsche Memes aus der Hölle. Gib Neues, erkennst du den Song? Oh yes, danach. Ja. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Warum schmelzen die Pole? Pff, was weiß ich, keine Ahnung. Ich war nie weg! Ja! Ich war nie weg! Der Teufel! Oh mein Gott! Ich war nie weg! Weißt du, was mich viel mehr interessiert? Bist du glücklich oder vergeben? Ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen gibt, ganz ehrlich gesagt. Das ist jetzt was Neues für mich. Okay, ich habe wieder was gelesen heute auf Twitter. Da fand auch jemand Pfirsich besser als Zitrone. Zitrone besser als Pfirsich. Ich dachte, ich fange gleich an zu heulen, sag ich euch, wie es ist. Was ganz Neues kennen. Ha!
jetzt pass mal auf. Und jetzt wollen wir auch noch ein bisschen Müll befördern, ne? Guckt mal. Wir machen das mal. So, ich halte es mal hier, weil ich mache das gleich hier. Macht der Typ das eigentlich mit Absicht, dass er immer so zweideutiges Zeug redet und so? So völlig den Tüte. Mero 4, 2, 8. Lala, los, zu den Haaren. So true. So much goddamn true. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay, so ist gut. Ja, das fühlt sich, das ist strong. Guck, wie gut ich das kann. Hallo, oha, ne Fröhle, Frau von Hau ab, hau ab. Hau ab! Hau ab! Genau so sieht's aus. Flex. Every time someone asks me why I moved to New York City, I'm just like, seriously? I mean, look at the vibe. It's dringend zum Hauptbahnhof. Es ist wirklich ein Notfall. Ich habe allerdings kein Geld dabei. Wenn Sie mich fahren, könnte ich Ihnen einen blasen. Komm mal ab. Okay, dann frage ich mal Kollegen. Ne? Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich würde Ihnen einen blasen, wenn Sie mich fahren. Nee, komm, vergiss es. Wie? Komm, lass. Dann frage ich mal den Kollegen. Ne? Ja, nee. Ich muss ganz dringend zum Hauptbahnhof. Hab's ziemlich eilig. Ich würde Ihnen 100 Euro geben, wenn Sie mich ganz schnell rüberbringen. Ja, ja? Ist das okay? Die Kollegen, die wollten mir erst nicht glauben, dass ich 100 Euro zahle. Können wir, wenn wir an denen vorbeifahren, einfach mal ein bisschen hupen und winken, dass sie sich ärgern? Auf jeden Fall. Cool, alles klar, danke. Der ist so also gut, Digga. Der ist wirklich jetzt gut. Der ist wirklich schön, gut. Im Vorbeifahren. Genau. Danke, Jungs, danke. Der ist echt stark. Wenn ich dem Lehrer Komplimente gebe, dann würde ich noch den halben Punkt für die 4 bekommen. Und so gehört dir, wird aber hauptsächlich von allen anderen benutzt. Mein Schwanz. Oh nein! Was auch ganz witzig ist, ist einfach zu sagen, stopp. Das ist auch in meinem Gehirn ein bisschen die Sache. Und zwar denkt sich der menschliche Körper dann, okay, stopp, stopp. Die Person ist erstmal vollkommen, wirklich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Papa, Digga. Jungs, wenn ich nächste Mal bei FIFA rage, NHG stopp in den Chat. Das bringt mein Gehirn erstmal raus aus dem Konzept. Jo, direkt gönnings. Leute. Fehlt nur noch ein Rülpser. Beste. Da arbeitet die ganze Zeit einer, der das machen muss. Zwei sogar. Die Armen. Schaut mal, mein Freund, er ist voll krass. Hier ist seine Musikbox, hier sitzt er und er trinkt Energy. Er ist voll der krass. Warum flexen die Kids immer mit Energy? Ist es jetzt so aktuell so? Oder habe ich irgendwas verpasst? Und hier ist mein Eistee. Und ich bin so krass, denn ich trinke schon Eistee. Ich darf. Ich glaube, das ist aber Ironie, oder? Das schon alleine machen. Du Schlingel. Ich sehe da nichts. Du musst drehen. Du musst drehen. Du Schlingel. Ich sehe da nichts. Nee, oder? Sie weiß es einfach plötzlich. Habt ihr euch ins Gehirn geschissen? Digga, ab und zu esse ich auch gerne Pizza Hawaii. Ich mein's voll ernst. Sag mal. Ich find's sogar lecker. Ich esse zwar meistens nicht, aber ab und zu schon. Wer stimmt mir zu, wer nicht? Ist bei euch alles okay überhaupt noch? Habt ihr so viel geschissen? Habt ihr so viel gekackt? Habt ihr so viel Durchfall oder was war euch kaputt? Ja, hab ich, Digga. Hab ganz ich. Ehrlich, ihr seid doch nicht mehr in den Gang im Kopf. Habt ihr irgendwas genommen? Ganz ehrlich. 3, 2, 1.
What the fuck? Okay. Ja, gib mir dein Handy.